Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück in einer weiteren Episode hier in War in the East 2. Und wir sind zwar hier im Bereich Nord und Mitte noch nicht hundertprozentig fertig. Vor allem habe ich hier bei der 2. Panzergruppe noch einiges an Infanterie zu verlegen. Allerdings trage ich den Gedanken in mir, dass ich vielleicht die ein oder andere Einheit noch motorisiere, um sie schneller hochzuführen. Mal schauen, wie viele administrative Punkte mir am Ende noch übrig sind. Und das entscheidet sich aber auch ganz viel hier mit im Süden, wie hier mein Fortschritt ist. Im Süden kann man es gerade mal grob anschauen, wie denn da meine Pläne sind. Da schnappe ich mir mal eben den Stift. Vielleicht nehme ich diesmal die rote Farbe, ist eventuell etwas besser zu sehen. Und zwar haben wir hier oben, Moment, Stift. Ah, das war nix, war mal rückgängig. Hier im Blau, ja, haben wir die 6. Armee. Die 6. Armee wird als Auftrag erhalten, die Bresche aufzumachen für die 1. Panzergruppe. Die 1. Panzergruppe zieht nach Rovno. Und die 6. Armee soll im Prinzip die Bresche aufmachen, plus ein Teil hier unten soll eine Bresche aufmachen Richtung Lviv heißt es, glaube ich, damit hier die andere Armee die Ortschaft einnehmen kann. Wichtig ist es hier für diese Teileinheiten, dass wir die Bahnlinie Richtung Lviv sichern, dass wir Lviv komplett sichern. Da ist ein wichtiger Umschlagbahnhof. Wir brauchen dann Depot und auf Lviv selber werden die diese Einheiten hier gehen. Generell geplant ist, dass wir im 2. Zug haben wir noch weitere Einheiten, dass wir im Prinzip mit der 1. Panzergruppe, denk mal hier ungefähr in dem Bereich, nach Süden abbiegen und von Süden rauf kommt ein weiterer Teil, dass wir hier im Prinzip einen großen Kessel schaffen. Soweit der Plan. Ob das klappt? Ihr wisst ja, wie das immer so ist. Pläne und Umsetzung. Gut. Ich würde sagen, wir fangen an. Lviv ist eigentlich jetzt erstmal das Wichtigste, dann sollten wir uns da zuerst drum kümmern. Ich habe alle relevanten Daten eingeblendet. Die Fortification Level, also die Verschanzungslevel hier sind jeweils 2. Das heißt, hier sehe ich jetzt keine größere Lücke. Die Frage ist, und hier im nördlichen Bereich, wo wollen wir denn da durchbrechen? Auch hier muss ich mir schauen, wo die beste Verbindungslinie ist. Ich sag mal, wir haben hier in dem Bereich Panzer. Ob wir mit den Panzern über den Süden hochgehen nach Rovno oder ob wir vielleicht einen direkten Weg hier östlich nehmen. Es könnte einen guten Weg geben. Und zwar diesen hier. Ich schau nochmal, wo war er? Hier durch. Das könnte einigermaßen klappen. Wir haben hier einmal Sumpf, aber ansonsten ist das Gebiet recht gut. Wir müssen einmal einen Fluss überqueren. Hier oben der Bereich, da funktioniert es ja gar nicht. Da ist zu viel Sumpf. Ebenfalls hier in dem Bereich ist nichts zu machen. Da ist zu viel Sumpf. Also wenn, dann haben wir hier eine Lücke. Oder die zweite Möglichkeit, ich mache vielleicht den Stift mal ein bisschen größer. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, diesen Weg hier zu nehmen. Wird eine Entscheidung sein, die muss ich fällen auf dem Schlachtfeld. Beziehungsweise auch jetzt schon, wo wir durchbrechen. Entscheidung. Ich würde fast sagen, wir brechen tatsächlich hier bei, wie heißt die Ortschaft, Wladimir Wolinski durch. Ja, oder hier unten. Über Brody. Keine einfache Entscheidung. Ganz im Gegenteil. Wisst ihr was? Wir müssen hier eh mal die Lücke aufmachen. Das machen wir jetzt wieder mit Einheiten, die wir hier in der Hinterhand haben. Die ist zu weit weg. Da haben wir keine Punkte mehr übrig. Die ist zu weit weg. Hier mit der Einheit dürften wir genügend Punkte haben, um diese... Ne, haben wir nicht. Da komme ich nicht hin. Da habe ich bloß noch einen Punkt übrig. Das ist zu wenig. Wie gehen wir dieses Problem jetzt an? Mit welcher Einheit brechen wir jetzt hier auf? Ich möchte, wie gesagt, die Einheiten der 6. Armee... beziehungsweise hier vom 55. Korps Teil der 6. Armee nicht benutzen. Da brauche ich die Bewegungspunkte, um es bis nach Lviv runter zu schaffen. Und jetzt wird es interessant, warum sollte das ein Problem sein im Norden nicht? Weil hier die Spezialregeln am ersten Tag nicht greifen. Die Einheiten haben Kontrollzonen, sie sind generell nicht so geschwächt.
und durchaus einigermaßen kampfstark. Das heißt, hier unten wird es schon mal deutlich interessanter. Wichtigste Regel ist, Kontrollzonen sind aktiv und auch die Effekte der, der Interdiction Levels, also der Behinderungslevel, würde ich sagen, greifen hier schneller oder generieren sich schneller und die Hexfelder sind schwerer nach Kämpfen zu betreten. Gut, ich muss mal kurz in mich gehen und entscheiden, wo ich anfange. Also wichtig, wir werden hier anfangen. Mit welcher Einheit brechen wir denn da durch? Ich könnte weitere Einheiten von der 6. nehmen. Ich schaue jetzt mal, ob wir bis dahin. Das ist zu wenig. Da haben wir 3 übrig. Da könnte ich die 3 Force hier wegmachen. Kann das klappen? Bin mir nicht sicher. Ich probiere es. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Genau, da eignen sich nämlich die Regimenter. Muss ich gar nicht mit der ganzen Division angreifen. Das bedeutet aber auch, ich kann hier im Norden gleich weitere Einheiten wegnehmen. Das sollte ich machen. Denn Bewegungen hier, die haben ihre Kontrollzonen und dementsprechend behindern die jetzt auch, nehmen wir an, ich bewege mich hier südlich entlang an diesen Einheiten, behindern die nicht, kostet nicht mehr Bewegungspunkte, als wenn die weg sind. Darum nutzen wir jetzt hier mal unsere Regimenter, um ein wenig aufzuräumen. Kann ich hier noch was machen? Nee. Dafür ist er zu schwach. Ich möchte hier möglichst stark angreifen, dass wir keine Behinderungsstufen hier haben. Mir muss mal ein besseres Wort einfallen. Interdiction Level. Behinderungslevel, das passt nicht so recht. Wie mache ich hier weiter? Body. Oder hier oben den Durchbruch. Ist nicht einfach zu entscheiden. Ne, ich mache hier oben ein Loch auf. Ja. Wo war das jetzt? Kurbel. Hier, Wladimir Wolinski. Schauen wir mal, was ich hier aufmachen kann. Gefällt mir alles nicht so richtig. Die 87. Schützendivision steht da. Mit wem greife ich die jetzt am besten an? Ich ziehe die jetzt. Halt rückgängig. Ziehen wir die runter. Dann die 56. Infanteriedivision werden wir jetzt hier sammeln. Kann ich auch angreifen, ohne dass ich über den Fluss gehe? Dass ich nicht über den Fluss angreifen muss? Ja, hier runter. So, verschieben wir das mal. Dann haben wir noch einen Angriff frei mit der Einheit. Mal dafür Werte 11,0, 22 zu 4,3. Das ist mir noch zu wenig. Ich brauche hier möglichst wenig Verzögerung. Ja, das soll ich mit. Oder soll ich mit 22,0? So richtig gefallen tut mir das nicht. Schwere Entscheidung. 22,0 zu 4,3. Habe ich nicht eher mit 2. Bin ich unentschlossen. Unglaublich. Ich sehe jetzt erstmal, was ich noch Richtung Süden brauche. Vielleicht wird mir dann die Entscheidung auch schon abgenommen. Weil sehr wichtig ist einfach der Zugriff auf Lviv. 12,1. Ich denke, da muss ich auch mit
Was mache ich hier mit der Einheit? Hat sich leider bloß zurückgezogen. Probieren wir es nochmal. Jetzt. Muss die Einheit hier einiges an Arbeit leisten. Das war's. Ah, wir sehen jetzt gerade was Spezielles. Ging jetzt ein bisschen schnell. Es stand hier eine Einblendung Reserve. Und zwar wurden da zwei Einheiten als Reserve angezeigt. Das ist ein Spielmechanismus, den es hier in War in the East gibt. Das bedeutet, man kann Einheiten auf einen sogenannten Reservestatus stellen hinter der Front. Wenn dann Einheiten an der Front angegriffen werden, ist also quasi sowas wie eine operative Reserve, dann springen die dem bei. Das heißt, ich greife in dem Fall nicht nur die Einheit an, die ich direkt angreife, sondern es kommt noch eine weitere Einheit aus dem Hinter, aus der Etappe und hilft bei der Verteidigung. Und offensichtlich greift es jetzt hier schon in der im Süden, bei der Armee, bei Heeresgruppe Süd. Genau, das griff im Norden nicht, da gab es die Reserve noch nicht. So, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Das ist die Frage, mit welchen Einheiten ich nach Lviv reingehe. Entweder von der 6. Armee oder von der 17. Jede Menge schwere Entscheidungen hier. Wir können die 99. Leichte Division hier noch nutzen, um die Grenzverteidigung hier wegzumachen, zumindest zum Teil. Und auch das müsste eigentlich klappen, dass die hier verschwindet. Ja. Sehr gut. Ah, das ist mir zu heiß. Jeder Zug eine Kopfnuss hier. Aber das ist ja auch schön. Gut, mit der 56. Seid's mir nicht böse, dass ich da immer wieder so abwechsel. Ich muss immer so ein bisschen erst schauen, wo ist wieder Raum langfristig. Vor allem auch, welche Einheiten ich dann wieder wohin schmeißen kann. Kommt immer davon ab, wie ich an der Front vorwärts komme. Es ist nicht immer ganz einfach. Da haben wir noch die 298. Infanteriedivision. Ich denke, dass ich mit der... Komme ich eh nicht... Doch, ich komme sogar bis ganz runter. Wahnsinn. Aber da bringt es mir kampfmäßig gar nichts. Da bringt es mir kampfmäßig nichts. Dann schmeißen wir sie hier in den Kampf. Ich will sie zusammen. Einmal die weg. Und dann schauen wir mal, ob wir hier... Nee, da wäre man zu schlecht für den Angriff. Auf der anderen Seite stehen die eh im Sumpf. Kann mir eigentlich relativ wurscht sein. Hauptsache sie ist weg. Ja, sich zurückgezogen. Dadurch verschiebt sich die Kontrollzone. Aber ein bisschen mehr Platz zum Manövrieren. Ah, die gehört hier dazu. Da haben wir noch 9 übrig. Die kann ich mehr ziehen. Okay. Weiter nach Lviv. Oh, da habe ich... Muss ich viel, viel Umweg gehen. Auf 6. Komm, ziehen wir mit der 262. hier hin. Geplanter Angriff. Oder vorbereiteter Angriff. Zerschlagen. Flippen wir hier noch ein paar Felder. Ich frage mich auch gerade, ob ich diese Einheiten hier einkesseln sollte. Die werden im nächsten Zug dann nicht mehr da.
So schlecht wäre es vielleicht nicht, dass ich die hier einkessel. Nee, wäre doch schlecht. Hat einen Grund. Ich muss die Bahnlinie hier freikriegen. Brezhlimi West nach Lviv. Die muss frei werden. Da hilft nichts. Ich muss die Runde Eisenbahnfelder quasi umdrehen. Sicherheitsdivision. Mache ich den Weg frei. Da brauche ich in dem Fall nicht an Kessel denken. Da geht es darum, dass wir die Bahnlinie freimachen, um den Nachschub Richtung Osten zu sichern. Jetzt kommen wir darüber. Jetzt ist die Frage, wie stark sind die Verteidiger in Lviv? Wir haben keine Aufklärung bis dahin. Ich probiere das jetzt mal. Keine starke Verteidigung ist frei. Jetzt brauche ich bloß noch eine Einheit, die da auch reinziehen kann. Ha! Das ging jetzt deutlich besser als erwartet. Das heißt, ich hätte die 6. Armee doch eher Richtung Norden ziehen können. Ist aber jetzt gut zu wissen. Das heißt, ich kann den Rest der 6. Armee nach Norden ziehen, um hier Platz zu machen für die Panzereinheiten. Ich frage mich immer noch, was der günstigste Weg ist für die Panzereinheiten. Entweder hier unten rum. Nee, es ist dann schon sehr lang. Dann doch lieber hier einmal durch den Sumpf und gerade rüber. Das sollte erfolgsversprechender sein. Machen wir das doch auch. Hier ohne Kampf die Felder drehen. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Die 57. Habe ich hier noch administrative Einheiten? Ja. Die 113. Infanteriedivision. Kann uns die noch irgendwo unterstützen? Sind bringend. Nicht so wirklich, gell? Hier vielleicht. Macht keinen Sinn. Da komme ich nicht rüber. Nee. Dann nehmen wir die. Es wäre gut, wenn die hier weg wäre. Ich habe hier zu viele Umwege. Aber sie behindern mich in meinem Weg hier oben nicht. Nee. Hier komme ich nicht weiter. Ja, es bedeutet aber auch, ich muss hier das Feld noch frei machen. Wie kriege ich das frei? Mit der 279. geholfen. Jetzt nochmal einen geplanten Angriff hinten nach. Werden wir jetzt gleich fortführen. Das Verhältnis sieht momentan ja gleich aus. Erfahrungswert ist aber, wenn Einheiten sich zurückgezogen haben, dann haben die eine deutlich schlechtere Moral und dementsprechend vertraue ich dem Wert jetzt hier nicht so ganz. Ich probiere es mal ohne Planung. Hat nicht geklappt. Schade. Dann nochmal mit Planung. Jetzt. War noch recht heftige Kämpfe. Wir können jetzt sehen, dass jetzt die Behinderung in den Feldern auch schon auf 3 und 4 hochgestiegen ist. Ach, jetzt hat er das Feld hier gar nicht umgedreht. Das ist ja ärgerlich. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir brechen jetzt mit den Panzern durch. Bis wo weit hinten stehen denn die? Wir haben hier die Viking SS motorisierte Division. Ah, die ist noch gesperrt. Es sind eh noch einige Einheiten hier gesperrt. Haben wir hier noch was? 16.
Da weiß ich nicht, was wir mit der machen. Gut, dann ist die 14. Panzerdivision die hinterste Division, die wir einsetzen können. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir bis Rovno durchkommen. Hier ist 25. Dass ich die hier weghaue. Ja, die hauen wir weg, die Einheit. Ist eh gesprungen. Eine weitere Einheit hier vertrieben. Ja, ja, okay. Rovno ist kein Problem zu erreichen. Ziehen wir nach mit der motorisierten. Jetzt schauen wir mal, jetzt wird der Weg. Ist das der Weg, den ich eigentlich rausgesucht hatte? Ja, das ist der Weg. Passt doch eigentlich noch ganz gut. Komme ich mit meiner Infanterie eigentlich nach Lutsk rein? Nee. Ja, die Flussüberquerung ist teuer, in Anführungsstrichen. Wir ziehen hier. Panzerdivision. Muss ich schon irgendwie nach Süden wegnehmen, muss ich nicht. Ich muss möglichst weit nach Osten kommen. Denn ich möchte ja später hier bei Proskurov oder bei Vinica, also Proskurov oder hier Vinica, möchte ich ja dann später eine Zange bilden mit Einheiten aus dem Süden der 11. Armee, die zusammen mit den Rumänen kommt. Ich gehe dahin. Rovno freikämpfen. Die Frage, ob ich jetzt schon noch auf nur runterbiege. Nee, doch. Sehr schön. Und dann schauen wir, dass wir mit der 11. Panzerdivision noch möglichst weit nach Osten kommen. Was mir nämlich jetzt hier im Osten gefällt, das ist hier ein gutes. Bin eh noch gar nicht so wirklich auf das zur Sprache gekommen. Ich zeig das mal gerade. So. Das auf Straßennetz. Und zwar, es sind zwar in jedem Hexfeld quasi Straßen vorhanden. Wo ihr keine Straßen seht, sind die Straßen sehr, sehr schlecht. Wo eine gestrichelte Linie ist, sind die Straßen mittelmäßig und wo die gestrichelten Linien nicht gestrichelt sind, also durchgängig wären, da ist die Straßenqualität gut. Hat natürlich Einfluss auf die Bewegungspunkte, vor allem auch bei schlechtem Wetter. Und mich interessiert hier schon auch das Straßennetzwerk hier in diesem Bereich. Das ist relativ dicht und da kann ich da gut Richtung Süden runterstoßen. Mal schauen, also das wäre jetzt auf alle Fälle noch eine Überlegung wert, dass man da schaut, dass man da hinkommt. So, welche Einheit war das jetzt? Die hier. Ja, Sicherungseinheit muss weg. Und dann werden wir uns schon mal langsam Richtung Süden orientieren. Das war es auch schon. Gehen wir noch einen nach oben. Ja. Das heißt, wir sind mit dem 48. motorisierten Korps größtenteils gezogen. Auch hier haben wir jetzt wieder noch relativ viele Einheiten, die nicht motorisiert sind. Trotzdem bei den Panzereinheiten mit dranhängen. Werden wir jetzt schauen, dass wir jetzt hier uns hinten nachbewegen. Auf dem Weg dahin noch möglichst viele Einheiten vielleicht stören. Nee, hier geht es nur darum, möglichst schnell an die Front zu kommen. Jetzt haben wir das Hauptquartier. Wie gesagt, Hauptquartiere sind noch nicht final, wo ich sie hinsetze. Die Einheiten hier hinten sind alle noch gesperrt. Außer die 16. Panzerdivision. Haha, die habe ich übersehen. Die wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen. Macht nichts. Gut.
habe so das Gefühl, wir nähern uns langsam dem Ende zu. Ich bin jetzt erstmal hier in dem Frontabschnitt erstmal wieder zufrieden. Schauen wir mal, wie es an einem anderen Frontabschnitt weitergeht. Und zwar hier unten bei der 17. Armee. Wichtiges Ziel, Bahnlinie hier Przemysl West nach Lviv freimachen. Große Probleme sehe ich da jetzt nicht. War eher schon dabei zu sagen, wir schauen, ob wir da noch ein paar Einheiten einkesseln können. Aber mir ist die Bahnlinie tatsächlich jetzt viel, viel wichtiger. Was haben wir denn hier für Einheiten stehen? Wenn, dann müsste ich ja hier freimachen. Komm, wir probieren das mal. Und zwar hier freimachen, ohne dass wir das Gelände zu sehr beschädigen. Also greifen wir mal mit zwei Divisionen an. Könnten wir sogar mit drei angreifen. Ne, wenn, dann greifen wir mit der... Ach, die können zur 17. Armee dazu. 18,9. 37,9. Ja, damit greifen wir an. Oh, drei Punkte generiert. Das wird sich nicht gut machen, weil wir müssen ja hier diese Eisenbahnreparatureinheit noch durchschicken. Die wird natürlich jetzt hier aufgehalten. Schlecht, schlecht. Aber es ist so, wie es ist. Dann haben wir die auch noch weg. Machen den Weg hier frei. Da bin ich gespannt. Das war nicht die ganze Mühe jetzt umsonst gewesen, weil meine Eisenbahnreparatur nicht vorwärts kommt. Vielleicht kann ich die hier sogar stehen lassen. Schauen wir mal. Ist halt ein Risiko, die hier stehen zu lassen. Ja, man sieht jetzt schon, was er für komische Wege vorschlägt. Also der Weg oben rum wäre jetzt angenehmer, als hier durch Przemysl West, Ost zu gehen, aufgrund der generierten Punkte, die wir da jetzt in dem Feld drin stehen haben. Nee, ich bringe die beiden Einheiten hier raus. Die bedrohen mir zu sehr die Bahnlinie. Das gefällt mir nicht. Was haben wir denn hier für Kampfwerte? Oh, 12,9. Probier es trotzdem. Ja, ist jetzt auch hier im Süden zurück. Letztendlich macht es jetzt nichts. Sie können sich gerne hier südlich von Lviv zurückziehen, denn wir planen hier, und jetzt sehen wir es auch, glaube ich, zum ersten Mal, ist die 11. Armee mit der 11. Armee zuerst nach Norden Richtung Proskuro vorzustoßen und sich damit den Panzerkeilen aus Norden zu treffen. Es wird allerdings noch ein recht lustiges Manöver hier unten. Ja, schauen wir einfach mal, wie das vonstatten geht. Gut. Eisenbahnlinie sichern. Zurückgezogen. Muss ich nur aufpassen, dass ich bei Lviv nicht noch in Probleme komme. Schickt man hier mal lieber noch zur Sicherung damit ran. Eisenbahn ist sicher. Das sieht doch ganz gut aus. Und noch ein bisschen aufräumen. Ah! Hätte ich vorher mal schauen sollen. Ah, die lassen wir da stehen. Die werden eh bald isoliert sein irgendwann. Ist alles nur eine Frage der Zeit. Ja, die können wir jetzt eigentlich nur nach vorne ziehen. Auch da hätte ich jetzt vorher mal schauen sollen. Okay. Das vierte Korps ziehen wir noch
Reef rein. Ich mache mir jetzt keine großen Sorgen, dass hier die Panzerdivision noch angreift. Die werden eher schauen, dass sie sich zurückfallen lassen. Könnte man die noch angreifen? Ja, 4,1. Vielleicht werden wir wahrscheinlich nichts erreichen. Ah doch, haben wir es erreicht. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, die Kampfprognose ist... unterliegt im Kriegsnebel. Dementsprechend weiß man da nicht so wirklich, was da auch der Fall ist. Okay. Im Groben und Ganzen... haben natürlich noch eine Menge Kleinzeug zu machen. Und unter anderem, das ist natürlich kein Kleinzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir hier reinziehen, wie viele Bewegungspunkte wir da noch übrig haben. Oder trifft es vielleicht auf die Einheiten nicht zu? Wir reparieren jetzt hier die Gleise Richtung Lviv. Und was ich auch gleich mache, bevor ich es vergesse, und wir können auch mal nachschauen. Wieso kann ich jetzt hier nicht Rechtsklick machen? Lviv. Ja, die haben einen Railyard, der ist 6 groß. Ich schalte es jetzt nochmal ein. Einmal Logistik. Wir können sehen, hier die Gleissymbol. Das heißt, hier ist ein großer Umschlagsbahnhof. Wenn ich hier drauf schaue, der Production ist ein 6er. Das heißt, der ist riesengroß, der ist sehr, sehr wichtig. Darum werden wir jetzt hier unser erstes Depot errichten. Das ist dann in 2 Runden fertig. Da werden dann quasi Güter angeliefert und dann wieder weiter verschickt. Ich gehe hier auf Create a Depot. Das kostet mich einen administrativen Punkt. Dann haben wir noch 9. Und in 2 Runden ist dann dieses Depot hier aktiv. Ich kann es mal einschalten, kann es jetzt hier schon sehen. Funktionieren wird es noch nicht. Okay. Haben wir das. Wird noch ein Spaß mit den Verteilungen. Im Übrigen. Das könnte noch recht interessant werden. Das bleibt, ich würde jetzt fast sagen, wir haben jetzt hier unten noch die 11. Armee und die Rumänen. Die Ungarn sind alle noch gelockt, glaube ich, oder noch gar nicht hier erschienen. Ja, ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Nächste Folge heißt also dann, südlichster Flügel hier bei Unternehmen Barbarossa wird nach Norden und nach Osten sich bewegen. Und dann haben wir noch einiges an administrativen Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel Depotmanagement. Das lasse ich nämlich nicht von der KI machen, sondern mache ich selber. Und wir schauen nochmal an, großen Kessel bei Minsk, großen Kessel hier oben in Lettland und im Kurland. Und hier unten wären wir diese Runde... Ach, Moment. Ist ja ein Schmarrn. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt alles in dieser Folge noch. Denn die Einheiten sind noch gelockt. Die dürfen erst ab der 2. Runde. Das heißt, die Sowjets haben jetzt noch die Möglichkeit, hier Einheiten eventuell wegzutransferieren. Ich bin mal gespannt, ob ich da vielleicht noch irgendwas mache mit der Luftwaffe. Das würde aber bedeuten, dass wir jetzt eigentlich hier... Ach, hier hinten sind noch jede Menge Einheiten. Ja, Wahnsinn. Zu wenig, aber besonders weit kommen wir mit denen auch nicht. Aber vielleicht können wir hier oben absichern, da fehlt es uns ja noch im Anschlussbereich. Na, wisst ihr was? Wir haben doch noch einiges zu tun. Das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge schließen wir hier quasi... Runde 1 ab. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich das jetzt hier übereile. Ich muss da mal ganz grob beziehungsweise doch ein bisschen feiner drüber schauen. Nächste Folge beenden wir dann den Zug 1. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch, servus.